Miska, Mickey, Mickey Maus. Miska, Muska, Muska. Worauf warten wir denn noch? Zauberspruch, auf geht's! Oh Junge, herzlich willkommen zurück bei Mickey Epic. Ja, heute bin ich nicht alleine da. Wen habe ich denn bei mir? Den Viarctus 2000. Wow. Hi. Wieso, oh Junge? Mickey ist zu klein, um oh Junge genannt zu werden. Ja, er ist eine Maus, aber ich kann dir schlecht sagen, oh Maus! Obwohl, vielleicht doch. Man weiß es und nicht. Und NBA Tim, ja! Oh mein Gott, ja. Er sieht wieder alles, was hier online geht, oh mein Gott. Ja, wir müssen jetzt hier rein. Hier ist der Eingang zum Ventureland und oh mein Gott, ich weiß noch gar nicht, was uns da erwartet. Das sieht ziemlich übel aus. Jungle Rhythm, oh mein Gott, was mag das sein? Oh, jetzt kommt wieder irgendwas Wahnsinniges. Da kommt dann Elmo auf einmal und bringt uns alle um. Wahrscheinlich, ja. Elmo ist der schlafende Typ da oder der im Schlafanzug. Dschungel of Doom. Der im Schlafanzug, du meinst den krummligen Troll wahrscheinlich. Echt? Ja. Ich sehe es irgendwie so. Wie viele gehen bei dir on? Tja, ich weiß auch nicht. Ich habe verdammt viele in der Liste. Naja. So. Also, das sieht ziemlich krank aus hier schon mal. Affen. Oh mein Gott, so viele Affen. Total. Wow. Okay. Der guckt nur ein bisschen blöd. Mach eine Arschbombe, dann wird das voll sauer und... Wenn das Ding hier ist, würde ich gerne mal machen hier. Ich glaube, die kann ich nicht verprügeln. Nee, schade. Mist. So. Dann nimm da eine Kokosnuss oder eine Banane und kloppt Mickey damit. Sowieso. Mickey gehört gekloppt. Ja, ja. Die Maus wurde ja jetzt auch schon 40. Ja, stimmt. Aber Mickey ist noch ein bedeutend älter. Er könnte der Großvater von der Maus sein. Hier haben wir die Filmrolle. Hey! Sehr schön. Und jetzt kommt Jungle Rhythm Part 2. Ich glaube, so schnell geht das nicht. Oh mein Gott. Und? Ja, das war's schon. War jetzt nicht so schwer. Generell diese 2D-Welten nicht so schwer bislang. Und damit haben wir dieses Let's Play abgeschlossen. Also, genau, das war's. Das war, Mickey Epic of Doom. Genau. Peter Steiner ist auch noch da. Sowieso. So, jetzt sind wir also endlich im Ventureland angekommen. Uiuiui. Jetzt kommen die Trolle und Geräusch auf Doom. Nee, das war wahrscheinlich mein Grabber. Weil ich keine Ahnung, ich habe kein Geräusch auf Doom gehört. Nach 5 Minuten kommt ein einziges Geräusch bei mir. Obwohl ich den Grabber schon lange ausgestellt habe. Und meine Wii ist noch mal. Oh Gott. Ja, Viarctus ist völlig wahnsinnig geworden. Nein. Oh doch. Verdammt, ich glaube, ich habe irgendwas vorgedrückt. Nein, doch nicht. Okay, die Sequenz und geht weiter. Du nimmst jetzt nicht auf. Ich bringe alles um. Nein, nein, no. Ganz ruhig. Doch, es nimmt auf. Ganz ruhig bleiben. Skill, ich habe Audio 2 und nicht Audio 3 oder 1 oder keine Ahnung. Immer mit der Ruhe. War das Smee, der da drüben? Ach, Gas. Boah, Rave, ja. Wieso? Konzentrier dich aufs Spiel. Ja, konzentrieren. Mickey hüpft. Wo ist Smee? Wir wollen Smee. Wir wollen zu Smee. Ja, jeder schreit denn, sich an. Wo ist denn dieser... Moment mal! Oh geil, was? Da hinten ist Donald! Nein, das ist nicht Donald, das ist Daisy. Daisy! Oh mein Gott, super Anzug, ich würde mal vorschlagen, Daisy darfst du vorlesen. Okay. Ja. Oh Junge, es ist Daisy! Wie kann ich das... Mickey, wo Welt bist du denn hier reingekommen? Wie? Oh, sieht das leider nicht so toll aus. Nein, sieht nicht scheiße. Die Krabbeltronics der verrückten Arzttests waren grimmig oder so. Keine Sorge, ich finde den Rest von dir, Daisy. Leck mich. Wo bist du? Du weißt, was ich meine. Mein Held, ich weiß noch nicht mehr, wo ich kaputt ging. Aber, warte! Wie schnell soll ich denn sehen? Moment! Da, Kraki! Was? Es gibt doch Donald Animatronic! Was? Kannte den echten Donald nicht. Tut mir leid, Daisy. Wir haben Goofy Animatronic getroffen. Oh, Goofy! Sehr gut. Jetzt haben wir also auch noch Daisy-Animatronic-Teile zu finden. Ist ja geil. Und ich habe noch nicht mal ein einziges Goofy-Animatronic-Teil gefunden. Ich weiß. Also, ich stehe so ein bisschen auf dem Schlauch, was ich da überhaupt zu machen habe. Naja. Was soll's. Cool, ein Baum. Halt, da ist was anzuspritzen. Grafik spackt ab! Nein. Oh, da ist Smee!
Der im Schlafanzug. Ja, genau, der im Schlafanzug, genau. Mit einer Bommelhose und er putzt gleich und geht in die Luft. Genau, deswegen darfst du ihn lesen. Nein. Ja, diese Filmanimation geht immer so schnell. Bist du Zmee, Captain Hooks Handlanger? Ein Handlanger, sollte man mal besser sagen. Ich war der Kapitän aus Tor. Oh, dort läuft. Ich kann nicht mitlesen, das ist so schnell. Es geht echt zu schnell, die machen doch blub und alles geht weg. Ja! Du kannst ruhig weiterlesen. Auf zu Piraten des Kapitän Hook. Ja! Es geht los. Der schaut noch komischer aus als sonst. Ja. Ja. Bah. Oh mein Gott. Ich bin live bei Bio. Ja. Nein, nein. Es ist eine verdammt lange Sequenz. Dann kannst du mit seiner Crew. Ach, wie kannst du das überhaupt aushalten? Die in Skype wollen dich ja total töten. Richtig, das passt schon. Oh Scheiße, das darf ich ja gar nicht hinschreiben. So, das kannst du aber vorlesen. Das kann ich nämlich wegdrücken. Weil, Mist, ich muss mich als offline anzeigen machen. Weil jetzt konzentrier dich auf das Spiel, Mann! Captain Hook, diese schreckliche Maschine hat uns den Tortuga gejagt. Aha. Ja, aus Tortuga gejagt. Du willst ihn aufhalten? Zuerst musst du ihn finden. Dazu musst du die Tür öffnen. Vorrichtung reparieren, die wir kaputt gemacht haben. Ach toll, ich darf euren Scheiß reparieren. Ja, repariert's doch selber, ihr. Gratis. Ja, echt. Der letzte Part von N-Ball, von Chainsaw Man, da ist er doch voll, wo er fast am Ziel war, ist so ein riesen roter Ball gekommen, der hat ihn, dann hat sein Mikro total abgespackt und das hat's voll wehgetan, weil so, boom. Ah. Ja. Super Spoilern von anderen Let's Playern, die N-Ball machen. Okay. Scurvy Pet. Alles klar. Also, wir haben hier verschiedene Leute jetzt genannt. Dein Telefon auf Doom! Warte! Wartet kurz! Ja, ich mache einfach weiter. Lass die Aufnahme laufen, Gottes Willen. So, bring alle Gegenstände zurück, dann kommst du nach Tortuga. Ja, okay, alles klar. Wir müssen jetzt also, während der liebe Viarctus telefoniert, er will ja nicht mit mir reden, müssen wir nun also hier diese drei Teile finden. Und erstmal machen wir hier die Kiste kaputt, würde ich mal vorstellen. Oh, entschuldige es mir. Sehr schön. Scurvy Pet. Warst du das? Ja, du bist Scurvy Pet. Smee hat gesagt, du brauchst meinen Kompass, was? Nicht so schnell. Ich vermisse einen persönlichen Schatz und glaube, er ist in dem Baumhaus. Antonio hat ihn genommen, damit ich erwachsen werde. Aber das ist Diebstahl. Ich habe keine Beine zum Klettern. Wenn du ihn holst, gebe ich dir gerne den Kompass. Mit diesem Schlüssel kannst du ihn finden. Nimm ihn. Das werden wir auch so gleich machen. Ich würde dir den Kompass ja verkaufen, aber ich hätte lieber meinen Schatz zurück. Jarhar. Okay, das heißt, wir dürfen jetzt aufs Baumhaus klettern. Und ja, Aufnahme läuft immer noch weiter. So, diese Crackies hier, ich musste sagen, dass ich irgendwas Tötenhaftiges mache, was sehr wichtig ist, dass ich dieses Telefongespräch ganz schnell beende. Ja. Oh Gott, ich nehme dich auf. Nein, doch. Ja, jetzt verdammt nochmal. Erschreck mich nicht so. Fünf okay. Minuten. Ich frage mich, wofür diese Maske ist. Wir sollten sie besser behalten. Okay. Alles klar. Eine Maske. Das wie Lubber. Ja. Und. Ja. Klar. Was willst du uns sagen?
Hier ist kein Schatz. Meinst du, Pat will diesen Bären? Ja, natürlich. Was glaubst du? Will so. Pat diesen Bären? Oder will er vielleicht etwas ganz anderes? Ja, okay. Scurvy, hey, juhu, da bist du. Hier, dein Bär. Er ist es, mein Schatz. Ja, ich habe meinen Teddybär Schatz getauft. Meine super... Weichei, Weichei, ja. Pat. Du weißt schon, weil er doch jede Nacht so nah bei mir ist. Okay. Komisch. Ja, das ist komisch. Du kannst diesen alten Blechkompass haben. Danke, Mickey. Nee, ich will ihn nicht. Behalte ihn. Ja, was brauchen wir schon? Okay. Sinnloses Zeugs. Schiffsrad und Galionsfigur. Und da war irgendwo dieser Laden. Hier, genau. Dieses Gebäude, da müssen wir hin. Strohhaus. Möchtest du die Tiki-Hütte betreten? Nein! Dann halt nicht. Dann gehe ich halt. Okay. Oh, geil, der sieht aus wie Pauli. Emre ist bei mir online gegangen. Gegangen. Oh, scheiße. Nee, willkommen in der Tiki-Hütte. Ich bin Tiki Sam, ein Tiki-Kenner. Nicht der Carpilab, sondern Emre Mario. Ach so, ich habe jetzt gedacht, der Carpilab. Das heißt, dass du ein Schiffrad brauchst. Hm. Wie heißt der eigentlich? Ja, ich habe eins von den Piraten, die meine Tiki-Sammlung geplündert haben. Die besten drei Tiki-Masten, die es gibt, jetzt irgendwo im Wind verstreut. Basten? Finde die drei Masten und ich gebe dir das Schiffsrad. Verstanden? Nö. Nö, dann halt nicht. Aber der macht's einfach. Wir haben nicht mal geantwortet und der sagt nur einfach, mach das jetzt schnell, komm. So, komm, gib's mir. Also, gib mir die. Los, ja, also, wir brauchen jetzt noch zwei Masken. Eine haben wir gefunden auf dem Baumhaus. Dann haben wir das Spiel abgeschlossen, juhu. Genau, dann ist das Spiel zu 100% durchgeschafft und wir können zufrieden sein, sozusagen. Und, wo soll ich denn jetzt hier Masken finden? Ihr seid doch alle völlig wahnsinnig geworden mit euren Sidequests hier. Elmo will dich umbringen. Oh mein Gott, guck dir das an. Das rote Viech. Erst einmal eine Energiefunke und dann... Oh mein Gott, da sind Augen. Hilfe. In welchem Part sind wir eigentlich? Keine Ahnung. Ich glaube 21, 22, ich habe keine Ahnung. Verdammt, das war anzumalen. War ja. Was? Voll die kleinen Passagen hier. Ja, das ist normal bei einem Jump'n'Run. Mit Adventure-Elementen und Käse. Ja, ich versuche New Super Mario Bros. Wii gerade zu schaffen. Da haben wir eine Maske. Okay. Was mit New Super Mario Bros. Wii? Ja, das versuche ich gerade irgendwie... What the? Hall... Ey... Ey, komm, konzentrier dich einfach auf das Spiel. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr hinschauen. Konzentrier dich verdammt nochmal auf das Spiel. Ich glaube, ich mache jetzt den Bildschirm hier ein bisschen höher gleich für dich. Okay, mach. Ich will es nicht mehr sehen. Wie schon Felix ist eins online gegangen. Junge, das ist dein Let's Play. Du bist live. Du musst ein bisschen bei der Sache bleiben. Sorry. Okay. So. Masken finden. Ja, und ich... Könnt ihr mir vorstellen, hier bei dem Schiffsrad ist noch eine. Das sieht irgendwie ziemlich gefährlich aus. Ja, das ist gefährlich. Nein. Ja, nix tot hier. Ich bin skillmäßig gut drauf. Ja, und du. Ha, und ich hab's gewusst. Nein. Alte Jump'n'Run-Logik. Wuhu. Das ist die letzte Maske. Wir gehen zu Tiki Sam, deinem alten Kumpel. Ich muss mich auf das Spiel konzentrieren. Genau. Und nicht auf Felix ist 1. So, du fängst schon wieder an. Ich werde schon wieder wahnsinnig. Ja. Okay. Was, meine Tiki-Misken gefunden? Meine Tiki-Misken? Was rede ich denn da? Was, meine Tiki-Misken gefunden? Vielen Dank, hier ist das Schiffsrad, das du brauchst. Ich hab mir mittlerweile einen über den Durst getrunken.
Danke nochmal, Miki. Ich schäme ja nur Arbeit für dich. Er ist besoffen. Das ist auch wie ein Wehaktus. Das ist ich meine den was? Alten Goofy oder was das auch immer für ein Typi ist da. Ja, das sieht Goofy sehr ähnlich. Wahrscheinlich ist es früher. So, okay, und wir sind schon am Ende dieses Parts. Ja, den letzten Teil holen wir uns dann, den letzten noch fehlenden, wie auch immer, holen wir uns im nächsten Part. Und ja, das soll es für vorerst mal gewesen sein. Im nächsten Part wird auch wieder Wehaktus dabei sein. Ja, ja. Ja, bis dahin. Skill. Verabschied dich. Verabschieden auf Doom, ja. 3, 2, 1, ciao.